Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Coral Island. So, das Geld steigt, wir werden immer reicher und reicher, aber haben immer noch nicht das, was wir haben wollen, nämlich eine Antwort auf alle Fragen. Die Fragen? Was sind diese Fragen? Ja, die Fragen sind, einmal, wie geht's weiter? Mit der Bürgermeisterin? Wie geht's weiter mit dem Projekt? Und, warum liegt hier Stroh? Nee, das war was anderes, ne? Hier ist jetzt weiter nichts zum... Nein, 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 okay. Okay. Dann können wir jetzt erstmal verkaufen gehen. Klar, es gibt noch mehr zu verkaufen, aber egal. Verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Das kann rüber. So, wir müssen jetzt heute eigentlich dann nur ganz normal mit Suki reden. Und das war's. Das sind schon mal die guten Nachrichten. Die schlechten Nachrichten sind, ja. Wir müssen heute nur mit Suki reden. Und dann will ich gucken, wie wir jetzt, wenn ich das so richtig verstanden habe, den Computer aufrüsten, um dann mit dem Computer, dem aufgerüsteten Computer, hier Dingsabumster zu machen. Dingsabumster zu machen, genau. Erstmal Blumen. Um herauszufinden, wo wir welche Insekten und so weiter bekommen. Jedenfalls hatte ich das verstanden, dass man das dann so herausfindet. Außer ich habe euch da falsch verstanden. Dann sagt es mir bitte vorher, bevor ich das dann alles hier gleich in den Sand setze. So. Gehen wir erstmal jetzt Suki suchen. Suki ist... Ach, gerade da. Okay. Dann gucken wir uns erstmal den Supercomputer an. Hm? Gerät entwickeln. 10 Osmiumerz, 10 Golderz, Windessenz und 5 Batterien. Das sollte eigentlich kein Ding sein. Also, Batterie 5, Osmium Gold. Wind. Ich glaube, das habe ich sogar alles. Das wäre jetzt sehr simpel. Es wäre mir fast sogar schon zu simpel. Aber okay, gut, dann... Wenn es das jetzt war, dann... Ja. Her damit. Her damit!
Easy. Wasseressenz und Erdessenz. Okay. Produktqualität aufwerten, das heißt, jetzt brauche ich Bronze, jeweils 7, also 70 Stück jeweils. Machen wir das einfach. Meine Güte. Ist das jetzt mit im Computer enthalten? Das finden wir jetzt mal heraus, bevor ich jetzt wieder in ein Unterwasserabenteuer mich stürze. Prognose. Okay. Bei Nacht gibt es hier den Atlas-Spinner. Okay, das ist ja richtig nice. Guckt euch das mal an. Im Wald. Aha, hier gibt es den Kurzflügler. Und die Orchideenmantis zwischen 6 und 18 Uhr im Gartenweg. Die Witwenspinne im Waldgebiet. See haben wir schon. In der Stadt gibt es das auch, aber hauptsächlich nachts zwischen 18 und 2 Uhr. Das ist ja mega nice. Also zwischen 18 und 2 Uhr muss ich schon mal unterwegs sein. Was gibt es beim Riesendorf? Nichts weiter. 18 und 2 Uhr. Das ist ja richtig geil. Halt, wartet. Wir können ja auch unter Wasser gucken. Das zählt anscheinend nämlich auch als Insekt. Ja. Bei Nacht. Okay. Aber, hä? Also bei Nacht finde ich jetzt hier noch Sachen, die ich spenden kann. Aber ich finde hier nirgendwo den... Bin ich jetzt bescheuert? Imabu? Okay, okay, okay. Also alles ab 18 Uhr. Ja, gucken wir jetzt nochmal ganz kurz, wo Suki ist. Immer noch da. Dann fangen wir erstmal mit dem Bronze an. Aber eigentlich bräuchte ich ja dann auch noch... Schrott, ne? Na, ja, lass mich durch. Also ich bin gerade von dem Computer echt mega begeistert. Ich kann es jetzt gar nicht anders ausdrücken, außer yay! Jetzt kannst du da lang, liebe Schildkröte. ...39 Stück habe ich schon.
So, ist hier noch irgendwas? Ja, hier ist noch ein bisschen was. Aber es ist schon krass, oder? Ich meine, wir haben das ganze Ding hier fast komplett alles aufgeräumt gehabt. Und jetzt sieht es schon wieder hier aus wie bei Hempels unterm Sofa. Da. 77, okay. War noch mit. So. Dann brauche ich das Ganze in Silber. Aber bei Silber mache ich das jetzt anders, weil ich jetzt auch noch ein bisschen Schrott brauche. Gehen wir in den verdichteten Dungeon. Hoffe ich. Müll. Mülldungeon. Schrott. Mülldungeon. Wie nennt ihr das denn? Pulu Pulu? Oder sagt ihr dann auch Schrottdungeon? Mülldungeon. Wenn du die Fossilien, die nehme ich immer wieder gerne. Kriege ich dazu bestimmt auch irgendwann Informationen. So, und ab 18 Uhr müssen wir dann einmal draußen rumrennen. Das wird noch interessant. Besonders so eine Spinne dann zu fangen. Also wenn ich Glas finde, ist es natürlich noch besser. Ne? Dann muss ich meinen Schrott nicht verarbeiten. Leer machen. Schrott bekomme ich, aber ich hätte halt gerne auch, ne, ihr versteht, Glas. Truhen sind auch gut. Truhen, geheimnisvolle Truhen, immer gerne. Wie dann hier nach rechts jetzt oder auch wieder nach links nur oder unten? Und sind diese sogenannten Mülldungeons zufälligerweise zufallsgeneriert? Ach Mist, ist auch noch was? Ich hätte es hier jetzt noch gut gefunden, wenn man hier immer so einen Schalter findet oder so, dass man weiß, okay, gut, man hat es gefunden. Aber wir erfahren ja gar nichts. Also außer halt dann, wenn man guckt, dann sieht man es halt, ne? Dass es auf ist. Ah, ich wollte schon sagen.
Also mindestens ein bisschen silbernen Seetang wollte ich schon haben. So, kann ich jetzt hier raus? Also es ist cool, während ich mich teleportiere, ne? So, jetzt wollte ich ins Waldgebiet. Dann gehen wir von da. Mein Handy vibriert die ganze Zeit. Es ist nach 18 Uhr, das heißt, du bist so einer. Atlas-Spinner! Yay! Spenden und anbieten. Okay, ich brauche also zwei davon. Okay. Das heißt, den haben wir. Jetzt muss ich. Ich glaube, am Strand waren die zwei, ne? Wir gehen zum Strand, komm. Ich weiß, da war die Spinne und irgend so ein anderer Käfer. Nee, du bist eine Raupe, du interessierst mich nicht. Fliege, super. Ich weiß nicht, ob ich den schon hatte. Ahornblattschneidermotte. Hatte ich schon, okay. Ja, Leute, langsam wird's klappen mit meinem Platz, ne? Also hier ein bisschen. Hab ein bisschen, hier. Nimmt ein bisschen Rücksicht. Okay, hier ist nichts weiter. Jetzt extra hier außen lang. Ich suche eigentlich diese blöde Spinne. Die halt auch in der Stadt sein kann. Die kann halt jetzt an drei verschiedenen Stellen sein, aber halt hier in diesem Bereich. Bis hoch zum Waldgebiet. Kann halt hier überall sein. Nee, dich habe ich schon. Das weiß ich. Ich dich schon? Ja, super. Ich muss jetzt das wegwerfen. Hatte ich schon, Mist. Hatte ich auch schon. Weil den hatte ich ja eben gerade. Wir geben jetzt einfach einmal ganz kurz eines der Dinge hier ab. Genau, das andere suche ich. Den Kurzflügler. Und der ist auch hier irgendwo. Muss ich nochmal gucken, wo ich den finde. Muss ich nochmal gucken. Könnte der. Ja, muss ich. Ja. Da kann ich überlegen, so viel ich will. Muss ich überlegen, muss ich kurz gucken. Am Gucken komme ich nicht vorbei, weil ich nicht weiß. Ich habe mich zwar jetzt nicht um meine Tierchen gekümmert, um die Würze ja gekümmert, mal davon abgesehen.
Prognose Insekten. Auf dem Gartenweg? Achso. Am Strand finde ich die Spinne. Die habe ich aber jetzt aber nicht gefunden. Drücke mal das Falsche. In der Stadt. Stadt ist, glaube ich, so das Beste, oder? Ja. Stadt. Okay, ich muss also in die Stadt. Dann verkaufen wir jetzt schnell, damit ich dann in die Stadt kann. Und dann gucken wir ganz kurz noch ein bisschen in der Stadt rum, bis es dann sonst zu spät wird. Ich sehe schon, dass es langsam richtig spät wird. Algen brauche ich jetzt nicht. So. In der Stadt. Da soll die Spinne sein, da soll alles andere sein. Also Augen aufhalten. Nein, das war die Spinne. Ich habe die Kreatur echt verpasst, ey. Ich könnte gerade echt heulen. So selten, wie ich dieses Ding gesehen habe. Der Hundertfüßler. Den will ich nicht. Nee, ich habe jetzt keine Zeit. Ich suche die Spinne. Ich suche den Hundertfüßler. Das andere Ding da. Das gibt's nicht. Habe ich jetzt echt kein Glück mehr. Ja, mein Glück ist mir nicht gewollt. So lange war ich noch nie wach. Ja, Leute, was soll ich sagen? Sollte nicht sein, wird nicht sein, ist nicht so. Insofern ist der Droh auch gar nicht froh. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich, wie sonst auch, fürs Einschalten. Smash gerne den Like-Button und dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.